Die Maske aus der letzten Folge gegen Ende war dann eher Kerchenmann, weil die war so spitz, ne? Aber erst einmal, hallo und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Oregano. Oregano. Das ist Origami? Na, Waschküche. Oregano. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Jo, läuft bei dir. Klar, meine Bombe entdeckt. Angriff bereit machen. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Granate! Böses Ablaufen. Zugang gesichert! Bombe vom Gegner entdeckt. Das Gerät ist aktiviert. Schwarzbart. Montagne. Hammermann. Oh ja, da. Und Sophia. Wieso darf ich die jetzt nicht markieren? Ja, genau, da darf ich nicht. Montagne ist drin, Hammermann habe ich. Bitte zurück, Hawkeye. Meine Kerlchen sind in Position. Oh, oh. Ace macht bei mir auch. Wie schön. Schwarzbart tot. Ein Gegner verbleibt. Gegner eliminiert. Mission sofort für eigene Truppen. Wie die Mira wieder guckt. Okay, warum hast du dein Internet wieder nicht gefüttert oder was? Das fängt ja gut an. Ihr gebt dem Internet immer so wenig ab. Ach, Mann. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Jetzt haben wir so viel zu verstärken und zwei Verstärkungen weniger. Jetzt ist aus dem Trupp raus. Wow.
Aber nachjoinen kann man immer noch nicht, ne? Wir haben es zuletzt mal probiert. Dass man vielleicht zufällig gerade in diese freie Partie wieder reingewürfelt wird, aber hat bei mir nicht funktioniert. Nur noch 10 Sekunden. Ach, hallo, Drohne. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Und Tanja ist bei uns beiden. Da ist er, der Mann. Auch ich bin tot, Küche ist jemand. Maverick hat dann noch eingebrannt in die Pappe. Noch ist der Platz frei, Hawkeye. Nee, doch in die Verstärkung gebrannt. Okay, ist weg und es läuft scheiße. Ist ja wie vorher. Noch sind wir zu viert. Ach, die große Bandwelle geht wieder los. Schade, dass man das immer noch nicht deaktivieren kann, die Anzeige. Oben Schlafsäle, Schlafsäle. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Clash haben sie noch. Warum ist die Troller wieder drin? Wurde sie auch gespielt? Zu ihrer Position und entschärft. Die haben noch Yokai-Mann, den Echo. Scheiß Entschärfer. Ich werfe eine Splittergranate. Mach was draus. Lichtert. Du es. Du. Bin oben beim Waffenlager da. Über der Garage. Ich jetzt auch. Lade nach. Brauche Deckung. Ohohoho. Noch 10 HP. Au, oh, hinter dem mobilen Schild rechts steht jemand.
Schärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Einer ja, vom genau. eigenen Druck verbleibt. Puh, Vamai also noch. Okay, Vamai und Echo. Und die letzten. Okay, der Platz ist immer noch frei. Entschärfer wurde zurückgeholt. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Eigener Trupp wurde eliminiert. Er schießt doch gar nicht mehr. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Wo sie gar nicht sein können, sind sie auch nicht. Keller ist sauber. Nee, Keller ist nicht sauber. Bombe lokalisiert. Ah, Vigil. Dass der gerade zumacht. Das Holz noch wackelt. 5 Sekunden. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ich falsch. Draußen ist Dock, Dock, Dock. Keller rausgucken. Da wollte ich gerade rein, ne? Wollte dich besuchen kommen. In den Keller. Was? Dachbodenkeller. Luppige Kamera noch. Ach, da. Herzschlagmann mit der letzte. Herzschlagmann ist tot. MG, schäm dich, du hast die letzte Kamera nicht mitgegeben. Das macht doch immer Hawkeye. Werfe Splittergranate. Letzter verbleibender Gegner. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Jetzt wollen wir immer noch einen Platz frei. Hawkeye, hast du überhaupt das Mikrofon an? Das ist gar nicht mehr da. Schon wieder nicht. Das Rausgehen gar nicht mitbekommen. Jetzt könnte es nochmal spannend werden. Aber für alle Gerechtigkeit einen fünften Lloyd bekommen wir nicht.
Wir müssen eine Bombe aufspüren. Versammlungsraum. Und Küche. Okay. Wo was Rosanes? Tatjanka. Ne, haben sie nicht. Das sah so rosa aus. Twitch. Oryx hat schon ein Lebenspunkt weniger. Twitch, hau ab. Sie hat großes vor. Die macht den Oryx Platz nur mit der Schockdrohne. Ja, schön wär's. Geht aber nicht mehr. Wenn sie geduldig ist, vielleicht schon. Nein, ich glaube, so lange geht das dann doch nicht. Entschärfer muss zurückgeholt werden. MG nimm mal mit. Entschärfer wurde zurückgeholt. Schon kaputt. Oryx habe ich. Scheißposition. Will gar nicht raus hier. Ah, Spritzmann nur angeschossen. Der ist fast tot im Gang hinten beim Entschärfer. Tolle Wurst. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Eigener Druck getötet. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Der hatte so schwarzen Schmutz auf seiner weißen Flagge. Soccer bei dir online? Weiß ich gar nicht. Das ist bei mir auch im Menü. Okay. Hockey, du musst doch was sagen. Du sagst auf jeden Fall gerade nichts. Sag doch mal was. Na, geht doch. Alice! Hast du dein Internet jetzt gefüttert? Oh geil, Flugzeug. Flugzeug, lang, lang war's her. 7 Monate war die Karte draußen. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Okay.
Ich hab leider keine Wand mehr. Es bleiben warum noch nicht? 10 Sekunden. Keine Wand mehr. Warum nicht? Wow. Noch 5 Sekunden. Wand befestigt! Bei mir ist noch eine Wand. Biochar und Behälters unbekannt. Weiterhin absichern. Ich lade jetzt nach einem Begleiter. Dann werdet ihr Peter noch bereuen. Sicherheitsabstand halten. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Tür im Auge behalten. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Ja, Togepi haben sie. Wieso kann die da jetzt schon die Kamera? So. Nein. Da haben die Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Hammermann haben sie. Ne, Togepi und Glass sind das. Ich hab bloß Angst, dass ich den komischen Clash-Stand jetzt erschieße. Ja, kann ja gar nicht mehr so gut drüber rutschen. Die Alte soll zurückkommen. Jetzt wurde mich Claymore. Ja, weil Clash reingerannt ist. Drei Leute vor Clash. Und Serafina erwischt. Ja, und Glass ist fast tot. Mann, das ging mal so schön drüber hier. Ah, von hinten kommt Maverick. Na Gott, da wäre ich ja gleich umgenietet von Glass. Du Vollidiot! Du Vollidiot! Gucken wir mal, ein paar Kapkanmin mitnimmt. Hier drüben! Sicher! Gleich etwas abbekommen. Wo bist du? Oh, meine eine Drohne. Durch die Kapkamine. Der Rang Granate. Von Maverick. Ja. Hologramm steht aber noch, okay. Ja, Maverick hat dich hier drin. Vielleicht ist jetzt im Eimer. Das sind zwei Leute sind da. Aua. Das Nestchen hat mich getroffen. Einer ist verletzt. Hab was verletzt. Einer ist verletzt. Tot. Einer ist verletzt. No. Immer noch? Ja, das letzte ist down. Ich habe ein Mädchen platziert. One is injured. Ich wechsle das Magazin. Ja, es hechelt hier rum. Lässt sein. Dein Leben in 10 Sekunden ab. Das war in der Bucht, das Verletzte. Ja, den hatte ich dann niedergeschossen. Na, gegenüber der Bucht. Weil Maverick hat ja, da war ja noch eine Wand hinten unverstärkt bei mir. Maverick hat eine Granate vorgeworfen, sodass unten ein kleines Loch war, wo er durchkriechen konnte. Ich hatte gedacht, der schmeißt seine Granate auf den mobilen Schild, weil der eben halt im Weg stand mit Hologramm, aber nö. Nachdem er seine zweite Granate geworfen hatte, ist er denn durchs Loch gekrabbelt und hat mich aber nicht gesehen. Waren die bloß zu vier gehen? Nee. Ja doch. Einer wurde umgebracht, ein blauer durch Klemmer, so, also weil Clash in die Klemmer genutscht ist. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Da war ja was. Was ist was
Wie langweilig. Das kann Joker übernehmen. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wand ist verstärkt! 10 Sekunden noch. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius. 5 Sekunden. Gerade die haben bestimmt Glas und dann haut er mich um den Arsch. Was macht nichts. Du schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Autsch, 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 autsch. Hab noch so viel zu tun. Teammitglied mit Yokai orientierungslos gemacht. -5 Punkte. Oh. Hallo? Tür im Auge behalten. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Sicherheit gelegt. Sicherheitsabstand halten. Kein Glas, kein Kali. Ein Gegnerchen. Ja, das ist auch, weil es jetzt kaputt geht. Ja. Nein. Sie haben ihn doch. Weil die haben beide Yokais kaputt gemacht. Bei dir, KS1 lebt noch? Nee, ja, ich dachte, aber das deswegen, wenn Togepi anruft. Magazine! Schüler. Hä, wo kommt das Wasser her? Ich hab auch Wasser auf der Linse. Nur weil es hier rumspringt. Kapitau haben sie, ne? Einer ist im Gang, gelber Ping. Leute, mein Spiel hat sich aufgehängt. Ist nicht. Aber man kommt von hinten, vom. Ja, hat eine Mine mitgenommen. Hat mich jetzt. Hammermann. Ich guck ihn weiter an, wenn du rausgehen willst. Ich hoffe, ich bin da hinterm Feuer sicher. Sonst wär's schon tot. Aua, nein, 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 aua, pfuh, da war ja auch noch Feuer. Vorsicht, Gang ist jetzt jemand. Kommt noch einer. Glass drin jetzt. Und haben wir mal noch hinten. Glass jetzt hier bei Clash. Mann, komm vor. Den Biogefahrgutbehälter beschützt. Nein, der letzte. Oh, ich hab Mission die Glass noch wieder geschossen. Eigener Trupp neutralisiert. Scheiße. Schade. Mist, Mist, Mist. Tschüss. Bis jetzt geht die erst raus. War bei dir auch ewig spät erst, das Geräusch? Ewig. Nee, du. Es dauert doch ewig, bis mein Router denn mal sagt, hier, Internet ist weg. Alles andere geht schon aus. Keller ist sauber. Nee, hat gesprungen. Hier, Cockpit. Ein weiter Weg. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Die nicht da. 5 Sekunden bis Einsatz. Ach, krieg ich nicht mal aus. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Holz zu. Hinten geht jemand raus, aber andere Seite. Andere ja. Seite. Ich hoffe, der bleibt auch andere Seite. Na, es geht ganz schnell, das Wechseln.
Bisher ist noch nie einer auf der Seite hier rausgekommen. Denn ich bin auch immer erstaunlich gut hier hochgekommen, obwohl ja eigentlich schon so viel hätte passieren müssen. Ah, guck mal. So, ich guck Drohne. Kenn mal. Ja, hier. Ja, Luke ist Oryx. Oben Luke Oryx. Hat die Drohne. Oryx, weit weg. Oh, jetzt kommt die wieder zurück. Ich gehe jetzt einfach mal rein, in Hoffnung, dass da kein zweiter ist. Vielleicht hier unten ist noch links auf mir. Ich guck mal nach vorne, Luke ist auf mir. Kamera kaputt. Ich guck mal Dachboden. Doc war im Keller draußen. Dachboden jetzt abgesichert. Ist die Luke hier auf? Ist die zu? Ich dachte, auch jetzt hat die aufgemacht. Ach nee, ja, ja, stimmt, ja. Ich hab eine EMP-Granate geworfen! Feind ist lokalisiert! Hat eine Spritze weg. Ja, und bei der Küche rennt jemand. Ja, da schießt doch jemand. Hab's, Spritzenmann tot. Hier ist nur Pappe hier hinten bei der Küche. Nira ist ganz vorne im Cockpit. Gut. Ganz vorne im Cockpit, okay. Den Biogefahrgutbehälter sichern. User in your channel timed out. Okay, gehst du schon wieder? Nee. Oder was, Serafina? Okay. Die wäre gar nicht die Mira. Nee. Dann halt nicht. Sehr schön. Der Biobehälter ist sicher. Ja, ihr seid hier stehen geblieben. Schwarzbild. Die ist echt hinter ihr, hinten vorne. Vorne im Cockpit da stehen geblieben, hinter ihrem Spiegel. Na, sicher ist sicher. Sie sieht ja alles. Mehr oder weniger. Aber sie hat sich gar nicht bewegt gerade, also hat gar nichts gemacht. Sie war ganz gespannt, wie das ausgehen wird. Dass Serafina jetzt den Computer kaputt gemacht hat, nachdem das jetzt mal ist. Ich dachte, sie ihr Internet ja nicht gefüttert. Das ist nur bei Keller ist sauber. Hier Mitte, das da wo wir Presse. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Doc, Kamera. Nein, zu weit reingefahren. War dann so weiter. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Wenn wir jetzt Glas hätten, dann hätten wir Glas. Noch 5 Sekunden. Oder Kali. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Tür zu. Ich ist schon fast drin. Ja, fast. Ah, Mist, weiß nicht, wo er raus ist. Auch nicht, deswegen. Schnell hinterher. Wenn man jetzt Amaro hätte. Muss ja uns andere alle aber auch mitziehen. Alle vier. Ich fahre da drauf, ne, vor. Cockpit sitzt niemand. Luke ist zu. Schlafbereich, kommt jemand, Schlafbereich. Oh, angeschossen. Ja, ich habe auch bloß angeschossen. Nein, der spritzt sich, Spritzenmann. Nochmal.
Bärchen? Achso. Jetzt verletzt ein Toad. Sehr schön. Nein, noch einer. Das ist nie noch was. Hast du zufällig keinen Delos? Nee. Ist er nach rechts gegangen, weißt du das? Nee, nee, der ist nach links. Aurix rennt rum, angeschossen. Und ich weiß nicht, ob gleich wieder. Auf, Schuss! Tot! Aurix kommt, tot! Hat keinen Assist bekommen dafür, gerade für Aurix. Hast du noch eine Drohne? Ja. Dann deck ich mal ab und dann guckst du mal. Dachboden ein Stück weit. Ich bin markiert, hier ist eine Kamera. Okay. Vorsicht, da ist eine Kamera. Mira-Fenster unten. Ich gehe mal Dachboden weiter. Ich werde hier immer noch markiert. Okay. Also Valkyrie ist drinnen im Raum und Mira ist hinterm Spiegel. Ich guck Dachboden weiter. Kamera habe ich. Ich würde sagen, wir gehen hier hinten beim Presse runter. Weil mit dem Mira-Fenster können wir das so oder so knicken. Bin jetzt hinten Presse unten. Ach, noch eine Kamera. Die Wand auf. Muss ich erstmal hinkommen? Du hast doch schon. 10 Sekunden. Da war sie. Na, schade. Der Trupp wurde eliminiert. Ist ja wieder schön spannend hier, Flugzeug. Serafina, dein Platz wäre noch frei. Wenn du jetzt noch rein willst, dann sputen. Aber nur langsam. Das Mira-Fenster ist sogar mit kaputt gegangen. Ja, ich bin schon im Menü, ich kann halt nicht nachjoinen, ne? Naja, aber du kannst ja eine Partie starten und hoffen, dass du zufällig bei uns rauskommst. Aber es geht gleich los. Ja, alles gut. Ich spiele noch eine ganze Runde. Ja, mach mehr halt. Aber nicht. Weil also ein ganzes Match. Ja, macht halt. Vielleicht auch zwei. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ja, hier unten. Keller. Aufgewacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wir kennen ja schon alle. Haha, Spritzenhans. Nein! Meine Drohne war noch so jung. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis Einsatz. Wieso haben sie da eine Kamera jetzt reingeworfen? Weiter zum Standort. Schreit schon jemand wegen Kontaktgranaten. Holz zu. Ich gehe auf die andere Seite zum Ace. Drohne aktiviert. Vorsicht, EMP. Timer-Sequenz aktiviert. Schreit schon wieder ein Gegner rum. Clash.
Ne, es klang aber eher wie angeschossen. Jetzt macht Feierabend. Oh. Nice, bist du, Entschuldigung. Was machst du denn? Ja, er war gerade tot. Oh, zwei drin. Zwei im Gang, Hockey. In dem aufgesprengten. Ja, schön. Eins verletzt, womöglich beide. Eins lag schon. Eins habe ich niedergeschossen. Sprengladung bereit. Geräte werden ausgeschaltet. Spritzenmann, rot markiert. Ist immer noch da. Drohne jetzt weg. Clash bei Ash im Gang in der Bucht. Komm Ash, Mist. Einer von meinem Trupp verbleibt. Eigener Trupp wurde eliminiert. Warum muss Ash denn jetzt gerade davor kommen? Schade, aber, das war wieder eine endgeile Partie Flugzeug, weil Flugzeug einfach Spitzenklasse ist. Und damit, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.